Die Schule am Bauhausplatz hat es genauso getroffen wie alle anderen auch. Wir haben am Freitag vom Lockdown erfahren und mussten am Montag ein tragfähiges Konzept bereits umgesetzt haben. Das bedeutet, das Kollegium hat das ganze Wochenende hier gesessen und wir haben geplant. Aber wir haben den großen, großen Vorteil anderen Schulen gegenüber, wir sind Unilernhaus. Das heißt, wir verfügen bereits über Know-how, wir wissen, wie Videokonferenzen gehen. Wir hatten vorher schon gewisse Module, die es erlauben, digital mit Eltern zu kommunizieren. Von daher war der Sprung ins kalte Wasser für uns nicht so heftig. Wir hatten 90 Notbetreuungskinder und auch das war ein großer Vorteil für uns, als dass wir hier im gesamten Haus mit WLAN ausgestattet sind. Wir haben iPads zur Verfügung, sodass wir die Kinder gut auffangen konnten. Rückschrittig waren für uns die Sicherheits- und Hygieneauflagen, weil in diesen Kultusministerien Vorgaben ist, dass die Kinder sich an ihrem Sitzplatz befinden müssen. Das war eine große Umstellung für die Kinder und auch für uns. Bei uns gibt es nicht mehr nur den Sitzplatz. Wir haben ganz viele Sitzplätze. Wir haben nicht die Organisationseinheit der Klasse, sondern wir haben die Organisationseinheit des Lernhauses. Und das war dann eher für uns hier am Standort Bauhausplatz das Problem und nicht die Digitalisierung. Wir haben ein ganz strenges Sicherheitskonzept, um die Schule so lange als möglich aufrechterhalten zu können. Aber wir können uns natürlich nicht vor Corona schützen. Das bedeutet, wir sind gewappnet auf Hybridunterricht. Wir sehen zu, dass die ersten Klassen immer in die Schule kommen. Es wird also zwei Gruppen geben. Die einen kommen bis 10 und die anderen nach 10 in der ersten Klasse. Ansonsten sind wir digital dieses Mal wirklich großartig aufgestellt. Wir greifen auf Microsoft Teams zu und sind gerade dabei, Tutoren in der Elternschaft zu akquirieren, die wiederum andere Eltern in Videokonferenzen schulen. Wir tun alles daran, nicht wieder in den Hybridunterricht zu gehen, aber wenn es denn sein sollte, sind wir schon gerüstet.